Frankfurter Tor befindet sich am östlichen Ende der Karl-Marx-Allee und bildet zusammen mit der Frankfurter Allee, der Petersburger und Warschauer Straße eine der verkehrsreichsten Kreuzungen Berlins. Der zuvor namenlose Platz erhielt 1957 nach seiner Neugestaltung den heutigen Namen. Bei der Wiedererrichtung des im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörten Wohngebiets wurde die Bebauung nicht erneut bis an die Straßenkreuzung herangeführt, sodass der rechteckige Platz entstand. Der klassizistische Entwurf des Platzes stammt vom Architekten Hermann Henselmann. Die beiden markanten 14-geschossigen Türme bilden den Anfang des architektonischen Ensembles der Karl-Marx-Allee, das Anfang der 50er Jahre entstand und befinden sich heute in privater Hand, sodass die Kuppeln nicht öffentlich zugänglich sind. Die oberen Etagen des Südturms können für Veranstaltungen gemietet werden.